aber schon nächsten Spiel. Im letzten Achtelfinalspiel, jetzt entscheidet sich, wer ins Viertelfinale einzieht. Wir haben jetzt schon alle orakelt. Ihr könnt ja jetzt schon merken, dass bis jetzt alles richtig orakelt wurde. Ja, ist auch so. Ja, klar so. Wieso zählt USA? USA. USA. US. So, Noro. Findet Belgien nicht. Belgien hat ich gehe auf Europa und oben steht Dänemark. Da dachte ich mir schon, hä? Das ist doch nicht die erste europäische Mannschaft von Buchstaben, also D. Was ich sagen wollte, Belgien war ja auch am Anfang ein ganz großer Geheimfavorit, gell? Hat sich natürlich jetzt ganz anders herauskristallisiert. Die sind ja auch wie Argentinien locker weiter, aber naja. Naja. Muss einfach mal sagen, naja. Er muss wirklich mal sagen, naja. Ich weiß gar nicht, was du überhaupt erzählen willst. Ja. Naja, sagt er, naja. Nee, ich meinte, Belgien war doch ein großer Geheimfavorit. Weiß ich nicht, ich muss ehrlich sagen, vor der WM noch nie irgendwas fußballerisch Hochwertiges von Belgien gehört. Doch, doch, die waren davor kein Favorit, auf jeden Fall. Deswegen, ich habe auch von vielen wirklich nichts positiv, also überragendes gehört. So weder von solchen Mannschaften wie Mexiko, noch von solchen Mannschaften wie Chile oder Costa Rica, die jetzt ja wirklich gut sind. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Was ich noch sagen wollte, ich dachte, bevor das Spiel losgeht, die Transferdaten wurden geupdatet. Hier ist keiner drin, der echt aufspielt, außer Plané. Normalerweise ist Dempsey und German Jones. Und die gibt's beide nicht. Tja, wer weiß. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon erzählt hatten. Doch. Haben wir auch schon erzählt in irgendeinem Spiel. Also, liebe Zuschauer, es gibt keinen German Jones und keinen Dempsey. Kann nur sein, dass das geupdatet wurde, beziehungsweise die Update News da steht, aber nur für Käufer des Dings. Das kann sein. WM-Paket verfügbar ist. Das muss ich auf jeden Fall mal holen, dann spiel ich mal mit USA die WM durch. USA. USA. Ja. Während des Spiels erzählen wir euch wieder Sachen über Mannschaft. Ja. Also USA. Vor allem auf dem Transparent. Statt gerade Attack bei Attack USA. Attack. Ja. Kennt bestimmt keiner. Nee. Wenn ist eine Post-Hardcore-Band. Oh, Lukaku! Das kann nicht wahr sein. Das ist auch gar nicht der Torwart, der in echt drin steht. Weil, naja, mein Algerien war auch nicht komplett lizenziert. Dummerweise. Das kann nicht sein. Nennst du mir an. Also mein kleiner Geheimfavorit ist jetzt USA geworden, da meine ganz anderen Favoriten raus sind. Muss doch von USA sagen, die waren in der Gruppenphase stärker. Das kann doch nicht wahr sein! Und er klaut ihm das Leder. Oh, da war doch fast zu langsam. Jetzt ist Übersicht gefragt. Jetzt vielleicht die Chance. Jetzt kaum vom Ball zu trennen. Oh! Er ist ein klasse Stürmer. Oh. Hey! Hey! Von Start weg weht ein raues Lüftchen. Sagt er. Ey, das war eigentlich, wollte ich nicht. So, ja, egal. Fangen wir nach Geflame und gelben Karten langsam mal an. USA war nicht, also, was ist mit dir los? Keine Ahnung. Muss sagen, du musst doch irgendwas Besonderes drücken, Novo. Nein, ich drück nichts Besonderes. Drück einfach nur auf Schießen. Ja, was sagen wollte, USA, wie dieses Jahr, war wieder, naja, die sind halt weiter schön, wird eh nichts, fliegen eh wieder, wie immer, raus. Ja, das stimmt. Aber, dieses Jahr mit Klinsmann, saustark, muss man sagen, saustark. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen saustark, aber überraschend. Ja, im Gegensatz. Überraschend, im Gegensatz zu anderen Tagen. Also, das kann nicht sein. Oh, der hätte ich früher schießen müssen. Hetzte. Hey,
Wer kennt die nicht? Das kann man das besser stimmt. lösen. Oh. Aha. Dead Pressing. Ja, also USA kann man nochmal Spiele Revue passieren lassen. Gegen Ghana verloren, ne? Oder? Das gibt's doch nicht. Gegen Ghana haben sie, glaube ich, gewonnen. Echt? Ja. Oder war das unentschieden? Das ist eine gute Chance. Nee. USA hat nur gegen Deutschland nicht gewonnen. Ach so. Deswegen, echt? Krass. Ja. Naja, dann gegen Ghana gewonnen. Gegen Portugal weiß ich gar nicht, wie die gespielt haben. Unentschieden müsste es dann ja demnach gewesen sein. Aufgrund der Punktzahl. Nein. Was? Nein. Die hatten 4 Punkte. Die USA hatte genauso viele Punkte wie Deutschland. Nein. Doch, wo seid ihr Gruppensieger werden können, wenn sie sich ja, die hatten 4 Punkte nach 2 Spielen. Das heißt, ein gewonnen, ein unentschieden. Und gegen wen haben sie da jetzt unentschieden gespielt und gegen wen gewonnen? Die hatten echt nur 4 Punkte. Na klar, die hatten keine 6. Weil Deutschland hatte ja nach 2 Spielen auch nur 4 Punkte. Und wenn du sagst, die hatten gleich 4, müsste es ja logischerweise 4 gewesen sein. Ach stimmt. Ah gut, stimmt. Deutschland hatte gar nicht 6 gehabt. Nee. Ah gut, dann habe ich mich getäuscht. Demnach wahrscheinlich gegen USA, gegen... Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall. Portugal haben es in der letzten Sekunde. Portugal haben es in der allerletzten Sekunde in der Nachspielzeit im letzten Angriff im ganzen Spiel durch den Spielerfehler noch einen Kopfball reingekriegt. Ach so. Also eigentlich hätten sie locker Gruppenführer werden müssen. Ich sag ja, die haben sau stark gespielt, USA. Also gestern gegen Deutschland fand ich die nicht so stark. Nee, gegen Deutschland waren beide Mannschaften nicht so gut. Tja. Aber trotzdem nur 1-0 gegen Deutschland verloren, was jetzt auch nicht so verwerflich ist. Als so eine Mannschaft, sag ich mal. Der ist noch rausgeboxt gewesen, gell? Der wäre glaube ich auch mal vor der Latte gegangen. Deswegen USA weiter, was soll man dazu noch sagen? Weil ich kann mich nicht wirklich daran erinnern an sämtliche USA-Spiele. Ich habe USA nämlich angeguckt. Weil ich ja jetzt USA-Fan bin. Schon läuft der Gegenangriff. Das kann nicht sein. Da fliegt der Player. Oh. Kriegst weg. Zamba, komm, du kriegst ihn. So, dann zur Nebenmannschaft. Also ich kann, wenn Gyros noch was zu USA sagen will, dann bitte jetzt. Mir fällt nichts mehr ein. Klinsmann, sehr guter Trainer. Was ich sagen musste, die sind ja erst mit sau wenigen Leuten, kameramäßig, meine ich, also nicht mit fußballmäßig, hingereist. Weil die dachten, es sind jetzt eh wieder kein, weil USA die immer. Da wird so wenig Leuten angereist, dass sie nicht mal 11 Mann aufs Spielfeld kriegen. Nee. Ey! Und. Das ist super cool, dass jetzt in den USA. Weil Cleans wird ja so fertig gemacht. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Und. Ja. Hätte ich eigentlich gedacht. Ach, das kann doch nicht sein! Ey! Echt? Klinsmann wurde so fertig, man hat alle gesagt, dass sie uns jetzt Fußball ähnlich, aber trotzdem ist Klinsmann scheiße. Versteh und jetzt ich. Plötzlich feiern sie alle Klinsmann, das finde ich mega cool, muss ich sagen. Klinsmann, ey. Der wohnt ja schon seit 98 in Amerika, gell? Echt? Jo. Der kann ja bestimmt besseres Englisch als Lothar Matthäus. Der kann richtig gut Englisch. Na gut. Oh. Macht sich den Weg frei. Oh. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Was? Ja, und du hast den Freistoß, gell? Was denn eigentlich? Aber du kriegst mich hinten rein, das Ball gespielt. Ach so. Ja. Ja, das muss ich sagen, das finde ich cool. Deswegen sympathisiere ich richtig mit USA. Eigentlich auch mit Ghana. Weil ich den Spieler Boateng eigentlich gut leiden konnte, obwohl es ein Arschloch ist. Aber wahrscheinlich, weil die viele deswegen nicht leiden können, kann ich ihn sehr gut leiden. Das kann sein. Ghana hätte ich auch gerne weiter gesehen. Wäre für mich spannender gewesen als Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ey, der ist gut durchgetrippelt. Mein Mittelstürmer. Das stimmt. Deswegen schade an Ghana. Er hat da überhaupt kein Problem mit. Er nimmt sogar mit zwei Gegnern auf, das macht er gut. Auch wenn der Ball nicht sitzt. Zurück! Oh, Lukas.
Lukaku. Oh, Hazard, ey. Hazard ist auch so eine übelste Schlaftablette. Hazard ist auch cool. Sven, das ist übelste Speedy Gonzales Maus. Lukaku. Lukaku. Ja, ey. Der pfeift nur Rotz zusammen. Der ist super teilig. Was war das denn bitte? Dafür gelb, gell? Naja. Was sonst? Wahrscheinlich letzter Angriff jetzt, oder? Das kann durchaus wirklich sein. Wollte nicht so wie ich. Ja. In der zweiten Halbzeit erzählen wir dann noch ein bisschen was über Belgien. 50-50, nur warte, viel mehr. Ich hätte wirklich nur 2-3 Schüsse, ja, 3 Schüsse aufs Tor. Naja. Also, gut, fange ich jetzt schon mal an zu erzählen mit Belgien. Genau, Belgien. Erstes Spiel gegen keine Ahnung gewonnen. Fängt jetzt schon mal gut Spiel an. Gegen keine Ahnung auch gewonnen. Das Spiel gegen keine Ahnung auch gewonnen. Nee, Belgien Glück auch in der Gruppe gehabt, muss man ehrlich sagen. Südkorea natürlich auch nicht so die Star-Mannschaft. Algerien, auch wenn sie weitergekommen sind, zwar stark gespielt gegen Südkorea, aber sonst auch nicht so überragend. Und wer war da noch in der Gruppe? Russland. Russland. Russland natürlich. War das das erste Spiel, als Russland Torhüter so stark war? Ja, es war das allererste Spiel. Haben die da gegen Belgien gespielt? Oder gegen wen? Ne, gegen Südkorea, stimmt. Russland, oh, aufgrund des Torwarts natürlich auch nicht weiter. Wenn wer das Tor gegen Südkorea gesehen hat, weiß, was wir meinen. Also ich meine. Oh! Wenn das nicht mehr als gezogen war. Gibt's gegen gezogen. Oh, wo schießt denn der hin? Vorbei. Das war mehr als vorbei. Deswegen. Deswegen Algerien und Belgien weiter. Belgien ganz klar Gruppenbester. Auch wenn sie sich wahrscheinlich. Gruppenbester, also so gut. Ja, im Endeffekt waren ja natürlich aus der Gruppe der Besten, war ja auch zu erwarten von Belgien eigentlich. Ja eben, deswegen ja, das habe ich doch gesagt, Gruppenbester. Auch wenn es nie überragend war. Ganz klar Gruppenbester. Nee, klar nie. Gerade so Gruppenbester. Genauso gerade so wie Argentinien. Ich meine, Gruppenbester von einer Gruppe mit Südkorea und Russland und so zu werden. Ey, der Schiedsrichter, der ist super teilig, ganz ehrlich. Ist er? Oh, das hört nix. Der Russland-Torwart hätte den durchgelassen. Der gestern mit dem Laserpoint angepointet wurde. Als ob dir das gestört hätte. Der hätte dir doch. Der war noch 20 Jahre nach dem Laserpoint doch total verwirrt. Weißt du, was macht Marbon nicht als Fan? Ja, ich glaube nicht, dass man als Fan sein eigenes Torwart ins Gesicht durchsteht. Ich meine, als das macht man gar nicht als Fußballfan sowas. Macht man auch nicht. Oh. Passhilfe. Ich drück nach oben, er passt nach rechts. Denk, was die Passhilfe aus. Ja, ich hab noch einen Balken. Ey, das kann nicht sein. Ich hasse die Passhilfe. Ah. Ey, der Schiedsrichter, der ist super teich, das macht doch keinen Spaß. Er versucht's auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Ich hatte erst gar nicht gedacht, dass die Grätsche überhaupt ankommt. Er versucht ihn da durchzuspielen. Und bitte. Kann nicht sein. Ey. War nix. Der Schiedsrichter. Wie, das gibt Elfmeter, für was denn? Es war kein böses Foul, aber da war doch gar nix! Wir wetten, die Grätsche wurde nicht mal geahndet. Ich hab auch gleich die Grätsche natürlich nicht geahndet. Vertonghen ist übrigens der immer gelb kriegt. Achso.
Das kann nicht sein. Alter! Oh. Das kann doch nicht sein. Elfmeter Schütze over 9000. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da haben sie ihre Chance vertan. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ey! Ja, ganz ehrlich. Das ist ein tricky Freischüsse, da sind sie auch. Da steht keiner, der den Abpraller mal nehmen kann. Natürlich echt ärgerlich. Jetzt vielleicht die Chance. Oh, Kompany. Da tritt er einfach daneben. Das Deckling wurde als was ist denn nur los, ey? Die gelbe war mit Ansage, das war schon zu Beginn zu sehen. Ich weiß auch nicht, der Jury pfeift entweder scheiße oder Fouls. Die gar nicht mehr irgendwie innerhalb der Szene sind. Ey, das war echt super Elfmeterschütze, wenn man ganz ehrlich ist. Das stimmt. Ich dachte mir schon, der geht rein, als ich gesehen habe, wie der geächtet hat. Und wie der Ball geschossen wurde. Ein langer Lauf Richtung Tor. Oh! Das ist die Passhilfe. Gute ey! Das Ding ist ganz heiß. Das kann nicht sein. Und er schießt. Oh. Der Torwart, ey, wie er hält. Der hält alles. Das heißt, der alles. Ich hab schon das Gefühl. Im Gegensatz zum echten Spiel. Oh, es war wenigstens nicht weggeschubbt, war. Und er klaut ihm das Leder. Ey, die scheiß Passhilfe kommt nicht an. Gut abgefangen. Komm, Lukaku. Hol ihn dir. Das kann man besser lösen. Lukaku. Der arme Lukaku. Ey, es gibt's. Klasse antizipiert, schön wie er da den Weg zustellt. Oh. Der Kompany ist irgendwie, ich weiß auch nicht, der kommt mir immer vor wie Brain AFK. Wieso? Ich nicht. Ich brauch immer Stunden zum Reagieren. Und weg ist die Kugel. Gut gemacht, gut abgefangen. Lukaku. Das kann nicht sein, ey. Ein P wird sagen. Der sollte eigentlich nach in die andere Ecke gehen, aber nein. Über die Außen kommen, dann in die Mitte ziehen, dann zum Abschluss kommen. Die Chance war da, der Treffer ist nicht gefallen. Den hat er sich schön geholt. Oh, hab ich schon einen Dorschlauf fliegen sehen. Der war ganz ehrlich, da geht der Elfmeter, ey, das war ein Millimeter angetippt, gell? Kenn ich. Ich hab mit sowas auch schon drüber geschossen. Ja, und vor damit. Ey. Die Pässe! Ich verstehe irgendwie in dem Spiel gerade die Ballphysik nicht wirklich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil die Bälle manchmal wegspringen. Oh. Macht er gut! Macht er gut! Oh. Oh. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann jetzt! Ey! Jetzt! Der Grüne. Ja, pass! Jetzt vielleicht! Die Möglichkeit! Oh! Oh. Nee, der Ball ist weg! Das kann nicht sein, ey! Will ich Elfmeter schießen mit der Mannschaft? Ist doch noch Verlängerung. Nee, ey, der Schuss. Das fällt den früh ein. Er hat nach 2 Minuten 30 zu mir gesagt, der Kommentator, die Nachspielzeit hat begonnen. Das ist normal. Nee, der pfeift jetzt ab im Angriff. Bis hierhin war alles Vorspiel. Jetzt kommt. Kann ich was sein. Oh. Ja, schieß dich doch vor die Latte, ey. Das ja, kann ja nicht was sein. Erstmal Aufstellung ändern. Mal kurz. Ja, okay. Entschuldigen Sie bitte, liebe Zuschauer, wir müssen erstmal kurz die. Sind fick und fertig sind die. Sitze oh. Aufstellung ändern.
wird mal ein bisschen umgedreht hier alles. Hauen wir mal den Vertonghen raus und machen Fellaini rein. Und den kennt man hier noch. Pff. Alter Verelet ist aber Verteidiger. Machen wir noch Mertens rein. So. Alles klar, ich bin fertig. Das können wir weitermachen. Ja, es ist schon wieder relativ spannend hier. Nicht wirklich viele spannende Torschüsse passiert, bis auf der Pfostenschuss dann, also gegen Ende meine ich, der Pfostenschuss und dann der Lattenschuss. Da ist jetzt nämlich Fellaini mit der coolen Haarfrisur drin. Und dann... Was macht er da? Oh, das kann ich... Oh, das kann ich... Oh, das kann... Komm! Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann so schnell ist. Das kann nicht sein, ey. Oh. Und da ist der Ballverlust. Oh, dead pressing. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Vor allem... Ja, nee, herrlich. Da Fug. Die Pässe. Gute Schussposition. Das gibt's nicht. Komm, Mertens. Da gibt's eine Menge Möglichkeiten in der Mitte. Er schlägt ihn in die Mitte. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Lukaku, was machst denn du für Kopfbälle? Der war perfekt. Der war perfekt auf dem Kopf. Er hätte einfach nur gerade Kopf müssen und er köpft halt drüber. Fast so guter Kopfball wie welche Mannschaft war das, die so gut geköpft hat, ist auch keiner mehr. Hier ist Sackgasse. Boah, ist das noch ein Pass? Ein Alleingang. Guter. Stand der Mertens richtig. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Auf dem Weg in Richtung 16er. Er schießt. Das kann nicht wahr sein. Was denn? Oh nein, Elfmeter. Ey, ist doch schon wieder so unfair. Was? Gelb-Rot sogar dafür? Ey, das ist so ein unfaires Spiel. Ich hab das gar nicht mitbekommen, was ich ist denn passiert? Ich hab nichts gedrückt. Na das. Da hat's ihn aber echt umgelegt, ey. Macht, haben wir plötzlich eine ganz neue Gemengelage auf dem Spielfeld. Oh, das kann nicht sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist denn der so scheiße? Ich drücke leicht links nach oben und tippe leicht an. Und er ballert einfach drüber, ey. Zwei Elfmeter daneben. Schlappiger Pass. Ohne Probleme. Abgefangen durch Van Beuten. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Was soll denn das? Na komm. Das kann interessant werden. Oh. Gibt's nicht. Dieser Schiedsrichter ist so unfair, wenn man ehrlich ist. Ist er auch. Ecke kommt von Mertens. Oh, Fellaini. Oh, Witze. Oh, 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 nee. Und weg ist der Ball. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Das kann nicht wahr sein, ey. Und um ein Haar hätten ey, jetzt ist gleich schon zweite Halbzeit. Ich will keine Fehler schießen. Oh. Er hat sogar noch ein Netz gestreift, ey. Striffen. Ich will kein Elfmeter schießen. Ich auch nicht. Was wir auf für Elfmeter schießen orakelt haben, ob das irgendwann überhaupt mal so ist, überhaupt mal ein Elfmeter schießen kommt, ist die Frage. Oh. Oh! Der hat natürlich wieder kein Foul gepfiffen. Wo schießt der hin? Oh. Oh nee, ey. 19 Schüsse, 7 aufs Tor und keiner ging rein. Ich hab jetzt in der ersten Halbzeit der Verlängerung keinen einzigen Torschuss geschafft. Ja, das hat ja auch damit zu tun, vor der Latte zu schießen, drüber vorbei und einen Elfmeter zu verballern. Ich bin sehr gespannt, ob in den nächsten 15 Minuten ein Treffer fällt. Da bin ich auch gespannt. Und er ist immer noch am Ball. Trippel doch mal nicht so ewig. Ein paar Torchancen müssen hier gemacht werden. Ey, da ist der Leck drin und der macht keine Flanke. Ich raste aus. Und da ist Endstation bei Dafu. Na komm.
Das ist verrückt, die haben den Ball. Ey! Das war gar null Ball gespielt, was sollte das? Abseits oder was? Ja. Oh! Ey, dieses Spiel, ganz ehrlich, USA gegen Belgien. Man weiß nicht, ob es in echt auch so spannend wird. Mertens da oben. Oh, Deadleg. Das kann nicht wahr sein, ey. Ey. Das kann nicht wahr sein. Das ist seine Stärke. Über die Außen kommen, dann in die Mitte ziehen, dann zum Abschluss kommen. Die Chance war da, der Treffer ist nicht gefallen. Ey! Was ist? Das kann nicht wahr sein. Da ist er verletzt. Was denn? Was soll das denn? Bist du doch bescheuert? War wirklich ein Foul-Novo. Ja, klar kann man sich da beschweren. Mein Spieler liegt verletzt auf Boden und es gibt nicht. Der Schiri, ey. Da ist vielleicht die Schussmöglichkeit. Ein Schuss auf. War ein guter Schuss. Das ist seine Stärke. Über die Außen kommen, dann in die Mitte ziehen, dann zum Abschluss kommen. Die Chance war da, der Treffer ist nicht gefallen. Ah, gute Verteidigung. Das gibt's. Ey, er will doch schießen. Ach nee, ey. Das kann nicht wahr sein. Oh. Puh, na dann. 20-8. Oh, ich will keine Federschießlinie zu schauen. Chancenverwertung 3000, ey. Ich meine, wenn es 1-1 stehen würde, wäre es ja nicht so schlimm. Warum darf Van Beuten nicht schießen? Weil der verletzt ist, no. Echt? Oh, ernsthaft. Wir haben schon Verletzte gekriegt, hast du gemerkt. Der war gut. Ne, der schießt nicht nochmal. Und... ja, mach mal so. Alles klar. Das heißt, du gewinnst prinzipiell, wenn 10 Elfmeter geschossen wurden. Weil also, Van Beuten schießen kann. Na ey, du triffst aber ziemlich ihn. Ich triff gehen. So, Fellaini. Alles kleine rein. Schaut er dem Torhüter in die Augen. Die Haare sind cool. Ja. Für diesen Moment. Na los. Hier kommt der erste Elfmeterschütze. Hier kommt der erste Elfmeterschütze. Ja. Oben ins Eck. Sicher. Macht er sicher. Und da ist der nächste drin. Völlig humorlos macht er den. Da kann der Torhüter nicht. Völlig humorlos. Wenn er nicht trifft, dann ist das hier praktisch entschieden. Absolut kein Problem für ihn. Da springt er einfach ins falsche Eck. Der Keeper spekulierte und entschied sich für die falsche Ecke. Fußball ist auch Psychologie. Also wenn er trifft, dann sind sie schon zwei Tore weg. Das kann nicht wahr sein. Man sagt ja immer, ein Torwart muss einen Elfmeter nicht unbedingt halten. Hier wurde er allerdings herzlich dazu eingeladen. Das kann doch nicht sein. So hat aus, das heißt, er war gehalten und nicht nur drüber geschossen. Oh, verwunderlich. Oh, jetzt wird's für die Nerven seines Trainers und seiner Mitspieler tun will, dann macht er den jetzt. Das... Bitte! Ich habe noch rechts gedrückt! Der Keeper hat den Schützen offenbar genau studiert und so in diesem Duell die Oberhand. Jetzt wird's spannend. Das kann doch nicht sein. Jetzt, es liegt auf dem Fuß und in der Hand von... Ey, das ist so ein schlechtes Elfmeter, schießt schon wieder. Wer schießt denn jetzt eigentlich? Achso.
Oh, jetzt liegt's auf dem Schuh von Kortzuis. Wenn er den verwandelt, ist es echt vorbei. Das kann nicht wahr sein. Schieß doch nach! Schieß nach! Oh. Vor allem, ich habe jetzt zum zweiten Mal schon in die Richtung gedrückt und er hat trotzdem in der Mitte geschossen. Ehrlich, Kortzuis. Hättest du es sicher machen können. Was ist denn los mit dir? So, jetzt. Der nächste Schritt ist alles vorbei und er kann sich in die Reihe der berühmten Kollegen stellen, die in entscheidenden Spielen vom Punkt. Ja! Das gibt's nicht, ey. Ja! Er rettet seinem Team die Chance. Der Torwart. Und? Defour? Ja, mach doch rein. Defug? So, jetzt. Nochmal Spannung. Kurz. Zeus. Genau das gleiche. Mal fixiert er den Schützen, mal tut er, als hätte er mit der ganzen Sache nichts zu tun. Kortzuis jetzt schon zweite Siegchance vertan. Erstes Schuss daneben oder gehalten, nicht wenn gehalten sagt, und jetzt. Oh, das, ja. Boah, das sackt aber gerade ganz schön hart. Alles wieder YouTube Blacks. Ganz YouTube Blacks immer, echt schlimm. Sag ich euch. Oh, ja. Da ärgert er sich, zu Recht ärgert er sich. Na los, komm, weiter geht's. Den kannst du normalerweise nachts wecken und er macht dir den Elfer rein. Aber ja, geht er, da hässert. Vorhin den Elfmeter verschossen. Jetzt. Er, und zwar er ganz allein, entscheidet darüber, ob ihre Frist... Oh. Oh. Oh, das kann nicht sein, ey. Oh, deshalb wird er schießen. Und da ist der nächste drin. Ich glaube, das ist das nächste Elfmeter schießen, was hier stattgefunden hat. So, jetzt. Beim fünften Mal wird's spannend. Kortzuis. Das wird aber kacken, ey. So, jetzt nochmal. Oh, ich glaube nicht, das wird nichts. Oh! Das kann nicht wahr sein, ey. Dein Warte ist nach rechts oben die Hälfte vollgeschossen, gell? Echt? Ich hab auch rechts oben gedrückt. Der Torwart. Also, der hat in die richtige Richtung gezielt wieder. Oh, nee. Wieso? Nee, das kann nicht wahr sein. Da würde ich mich auch aufregen, ey. Du hättest nichts, Torwart, ey, in den Elfmeter. Natürlich tritt auch der Captain an, klar. Natürlich tritt auch der Captain an. Das kann nicht sein! Der Captain versaut, ey. Oh, der Captain, die Lusche. So, ich kann nicht mehr schießen, Van Bolten ist verletzt. Oh, jetzt. Ja, macht das sicher, hat das sicher. Kann nicht sein. So! Jetzt war ich schon wieder spannend. Ah, nee. Der Torwart, jetzt geht's schon. Mal gucken, wo ich... Als hätte er mit der ganzen Sache nichts zu tun. Es ist wirklich ziemlich einfach. Wenn er trifft... Das kann nicht sein, ey. Der ist drin und es geht weiter. Die Baker regt sich jedes Mal auf, ey. Und der regt sich schon wieder auf. Nächstes YouTube-Video ever wird daraus 10 Stunden. 10 Stunden, ich will das schon. Ist es wieder von vorne, ja? Ja, ja. Da hat er Fellaini gut geschossen, ey. Das gibt's nicht, ey. Oh. Ah, nee, ey. Ja, hat er.
vor allem Elfmeterschießen 8 zu 7. Das ist jetzt der 12. Elfmeterschuss von jedem. Ja. Das kann nicht sein, ey. Alles nichts oder, ey. Alles nichts oder. Dann hättest du einfach locker gewinnen müssen eigentlich schon. Naja, Gorteus. Auf seinen Schultern. Ey, das kann nicht wahr sein. Und Bacon regt schon wieder auf. Oh nee, schon wieder nicht. Oh, ey. Gar nicht wahr sein, scheiß hier, Torwart. Was haben wir denn eigentlich für eine Lusche im Tor? Das Spiel. Oh nee, ey. Elfmeter für Elfmeter. Geht rein oder daneben. Nu Kacke, Alter. Ja, und da ist der nächste drin. 9-8 im Elfmeterschießen, ey. Ah, nee. Alles vorbei und er kann sich in die Reihe der berühmten Kollegen stellen, die in entscheidenden. Ey, das kann nicht wahr sein. Der war unhaltbar, der war links oben ins Eck. Ein tiefes Durchatmen bei seiner Mannschaft. Da konnte sich das Tor von ihm entscheiden. So, jetzt wird's noch mal spannend, mal wieder. Das wird echt genauso passieren, liebe Zuschauer. Natürlich wird das echt genauso passieren. Ah, nee, herrlich. Und zwar er ganz allein. Entscheidet, ob ihre Frist verlängert oder ob jetzt sofort alles vorbei ist. Oh, und Bacon regt sich wieder auf. Oh, nee, ey. Gleich Sequenzen seit 100 Schüssen, gleich ein Kommentar, der Kommentatoren seit 10 Stunden. Ah, ich schaue das gleich. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt es zum direkten Duell der Torwart. Ich glaube, das wird nix. Oh nein! Der Torwart! Oh, der Torwart! Ja, der Torwart ist so stark. Ja, oh, da hält er noch. Das ist nicht normal. Oh nee. Da macht er seinen schlechten Schuss wieder gut, ey. Und oh. Da noch ein Bein ausgesteckt. Jetzt, nochmal, jetzt wieder. Das, wenn ihr euch denkt, das ist abgemacht und wir würden nebeneinander sitzen und uns das halbe zuflüstern. Das ist nee, so. Machen wir nicht. Na. Ah, nee. Aber er wird derjenige sein. Ja! Ja! Oh! 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 Nee. Das kann nicht wahr sein, ey. Liebe Zuschauer, danke mir fürs Zuschauen. Nach diesem jahrelangen Elfmeterschießen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.